Hey ho, Bauupdate 13.11. Also infolge von den letzten Tagen hier kein Feuer angehabt, ist es hier verdammt arschkalt. 10 Grad. Nur 10 Grad, deswegen noch Kapuze auf, Feuerchen brennt. Und infolge von heute erst einmal mein ganzes Zeug von der kleinen Luther-Tour aufräumen und shoppen gehen und hier und da und dort. Ja, gibt es halt bloß ein kleines Bauupdate. Aber das, was ich mache, zeige ich euch jetzt hier am Brett. Ja, so könnte man das sagen. So, jetzt muss ich selber erstmal überlegen, was ich hier überhaupt zusammengebaut habe. Das war, glaube ich, 2 Meter auf 2 Meter. Und ich war selber mal ja durch mein Merkzettel hin habe. Ich glaube, das lange muss ich noch abschneiden in der Länge. Ich weiß es gerade mal, Leute. Oh Mann, wenn man das alles gleich macht, gell? Meine Fresse, nee. Jo, das eine war 2 Meter auf 2 Meter und das andere war 2,55 auf keine Ahnung. Ich habe jetzt nochmal nachgemessen. Brauche ich auf alle Fälle 1,70 Meter. Ja, und gleich geht weiter, wie ich da jetzt die unteren Leisten hinschraube. Alles 2 Meter auf 2 Meter Stück. So, alles soweit mal zurechtgelegt. Mittlerweile schon 11 Grad. Eine schöne Kette habe ich auch. Für was wir die dann noch brauchen, das seht ihr ja eigentlich im Anschluss, wenn ich die Matte da drauf gewachsen habe. Das ganze Ding gleich mal wie gehabt, wieder mit der Schraubzwinge fest, Bohr vor, ja, und ja, die Spacks dadurch. So einfach ist es. Ganz einfach, kann jeder nachmachen. Weil ich möchte das Ganze ja zum Aufrollen haben und dass es nachher oben hält. Okay Leute, ich werde das jetzt zusammenspatzen. Ja, und danach geht es uns ja eh schon wieder. Jetzt wird der nächste Schritt weitergeht. So, soweit habe ich es festgespatzt. Ja, die glatte Seite nehme ich als Innenseite. Und jetzt räume ich mir das Ganze hier erst einmal auf. Weil so wird es ja auch aufgewickelt. Und wenn man das ganze Ding dann verstecken. So, das Ding hängt dann so oben dran. Oder hängt es so dran? Ich glaube, so hängt es dran. Und dann müssen wir uns jetzt überlegen, wie wir das mit dem hier festmachen können. Und dazu habe ich eben Display drin, dass ich was sehe. Dazu habe ich eben auch eine Idee gehabt. Ganz einfach solche Haken. Tja. Und die Kette, natürlich nicht die komplette. Wenn man jetzt eine komplette Kette hinmachen würde, dann könnte man das Ding sogar stufenlos einstellen. Aber das habe ich jetzt erst einmal gar nicht vor. Schau ich bloß, wie viele Kettenglieder ich hier dran brauche. Mindestens 3. Dann schneide ich mir hier jetzt mal 2 Stücke mit jeweils 3 Kettengliedern ab. Tu die hier dran und das hier zubiegen bei 2 Stück. Und ja, mit der Kette, die drehe ich gleich in das Teil rein und die anderen drehe ich dann hier oben rein. Das mache ich jetzt, bereite ich soweit vor. Ja. Boah ey, jetzt habe ich euch voll angeschwindelt. Ich habe nämlich nicht 2 gemacht, ich habe gleich 4 gemacht. Ja, so sieht es jetzt aus. Und die schraube ich jetzt hier rein. Und ja,
Ja, das andere oben mache ich schnell fertig. Oder wollt ihr zuschauen? Ach, keine Ahnung. Auf alle Fälle baue ich wieder vor, dass man das Holz nicht springt. Dann wird das einfach da reingeschraubt. Kann man reinschrauben bis Anschlag oder auch nicht, je nachdem wie man will. Und wie man es hinterher braucht. Noch einen rein. Schwuppdiwupp, ist es eingehängt und bleibt oben. Ja, das mache ich jetzt auf der anderen Seite auch noch schnell fertig. Und dann, wenn es so dran hängt, hängt die komplette Folie oben. Ja gut, vielleicht kann man es noch ein Kettenglied weiter oben einhängen. Muss man gucken. Ja, jetzt im Moment schlecht. Das sehe ich dann, wenn ich die Leiste oben hingespackst habe. Da muss ich jetzt dann hinausgehen und das machen. Aber ob ich das heute noch machen kann oder nicht, weiß ich noch nicht. Ich werde mich jetzt erstmal mit den 2,55 Meter Stück abspielen. Da muss ich ja auch noch die dünnen Holzlatten zurechtsägen. Und das mache ich jetzt soweit fertig. Und dann zeige ich euch die Rollen noch komplett die Paletti. Okay. Ich habe ja schon alles hergerichtet für draußen dann. Das 2,55 Meter Stück ist auch soweit fertig. Aber das seht ihr dann im nächsten Bauupdate. Vielleicht ist es dann auch schon hinaufgeschraubt. Ich weiß es noch nicht, weil ich weiß auch nicht, ob ich das alleine hinaufschrauben kann oder ob ich Hilfe brauche. Naja, wir werden sehen. Auf alle Fälle mache ich jetzt dieses Video fertig. Ja, und dann muss ich halt noch was zum Essen machen, weil wir Hunger haben. Also dann, bis zum nächsten Mal. Vielleicht seht ihr das Video, was ich schon noch aufgezeichnet habe, aber vielleicht seht ihr auch das zuerst. Ne, ihr seht das Video zuerst, ist ja ganz klar. Und ja, dann halt ein anderes. Ciao.